Guten Tag, liebe Zuhörer. Wir haben ja heute wieder einen Kunden zu verzeichnen und zwar diesmal mit großer Freude den Herausgeber und großen Visionär von den Bionomen Kosmetikprodukten. Herr Dr. Henrich, Sie als absoluter Top-Spezialist kennen sich mit Ihren Linien ja insbesondere mit Skin-Ident sehr gut aus und ich gehe davon aus, Sie verwöhnen Ihre Haut diesbezüglich auf höchstem Niveau. Und dennoch freut es mich ganz besonders, dass ich Ihnen heute eine Behandlung hier anbieten darf, wo ich jetzt mal nach meinem Gespür vorgehe, welche Produkte ich Ihnen anbieten würde. So. Und in dem Zusammenhang, wir haben ja jetzt wieder veränderte Witterungsverhältnisse, wir kommen jetzt vom Herbst langsam schon in den beginnenden kalten Winter mit frostigen Tagen, da wäre es ganz gut, wenn wir die Haut schon mal ein bisschen vorbereiten. Was machen Sie denn derzeit für die Pflege Ihrer Haut? So, ich gehe jetzt mal einfach vom Abend aus, Herr Dr. Henrich. Wie pflegen Sie Ihre Haut am Abend? Also wenn ich nicht am Testen bin, Präparate am Testen bin, ja, dann pflege ich grundsätzlich meine Haut mit den Skin-Ident Liposomenpräparaten. Mhm. Das ist also das Beste, was man der Haut tun kann. Und das spüre ich auch ganz deutlich an meiner Haut, wie gut das meine Haut tut. Ich gehe davon aus, dass Sie die Haut mit Milch abreinigen am Abend und anschließend tonisieren, um die Haut schön feucht zu machen, damit Sie auch die Liposome tief einbringen können. Ja. Und anschließend haben Sie dann noch eine Pflegeemulsion, die Sie ergänzenderweise noch draufgeben? Also ich benutze die Reinigungsmilch von Skin-Ident zur Rasur. Ja. Und das bekommt meine Haut sehr gut. Besonders gut, ja. Und anschließend dann die Pflege mit den Liposomenpräparaten. Ja, gut, das kann man den Zuhörern nur ans Herz legen, die männlichen, weil es ist sehr wichtig, dass die Haut über die Milch vorbereitet wird, sich entspannt, kann man sagen. Und Sie können dann problemlos bei Nassrasur die Härchen abnehmen, Ihre Rasur also vornehmen und haben aber nicht so die Problematik, dass die Haut auch gleichzeitig nach der Abreinigung so ausgetrocknet ist. Es sind doch rückfettende Wirkstoffe in dieser wunderbaren Milch und es ist eine ideale Möglichkeit, sein Gesicht abzureinigen und dabei gleichzeitig auch morgens schon die Rasur vorzunehmen. So, wie gehen Sie denn dann nach dem Rasieren vor? Also dann nehme ich ein Skin-Ident Gesichtswasser, die Tonic, trockne das Gesicht anschließend etwas ab und dann kommen sofort die Liposomen drauf. Aha, und da getreu dem Motto, wenig ist mehr, geben Sie immer einen Hauch, aber massieren den sehr, sehr gut ein. Genau, mit einer Emulsion noch, Herr Dr. Henrich? Nein, also für mich reichen die Liposomen alleine wunderbar aus. Ja. Und wenn es sehr sonnig ist und ich mittags zum Sport gehe, dann gebe ich anstatt der Liposome das Skin-Ident Sansolarium Vitamin. Wunderbar, ein optimalen Schutz. Optimaler Schutz und auch mit Liposome. Ja. Also das ist wunderbar, nicht nur fürs Gesicht, auch für den ganzen Körper. Aha, super. Kann man nur allen Sportlern empfehlen. Absolut, ne? Gut, da würde ich also sagen, haben Sie mit Sicherheit keine Probleme auf Ihrer Haut zu verzeichnen. Die Haut, spannt die manchmal morgens oder am Abend nach der Abreinigung bei Ihnen nicht? Überhaupt nicht. Haben Sie, Herr Dr. Henrich, früher eine Tendenz gehabt zur eher normalen Mischhaut oder eher normal trockener? Eher die Tendenz zur fettigen Haut. Also Sie hatten eigentlich, was das anbelangt, immer eine gute Versorgung der Haut, aber nicht so viele Feuchtigkeitsstabilisatoren, denke ich mir mal, enthalten, wie man jetzt das mit Liposom Ceramid ideal vermischen könnte, dass es nicht so fettig wird. Aber das war bei Ihnen nicht so. War nicht, also ich bin immer ganz hervorragend mit den Liposomenpräparaten zurechtgekommen und die Haut hat sich wunderbar einreguliert mit dieser Pflege seit vielen, vielen Jahren. Ja. Von Anfang an Liposomen und damit bin ich nach wie vor bestens eingestellt. Jetzt müssen wir natürlich den Dr. Henrich schon fragen, was es mit seinen Ampullen und Masken so alles anstellt. Ja. Verwenden Sie diese Giganten, ich sage immer Champagner für die Haut, gerne ab und an so mal? Ab und an. Stefanie, gehen Sie ruhig ans Telefon.
Ab und an verwende ich das, weil ich auch immer wieder die Produkte testen muss. Und das ist immer wieder eine Wohltat für die Haut, auch mal die Ampullenpflege zu verwenden. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich normalerweise immer gerne alles sehr schnell habe und so. In der alltäglichen Pflege nehme ich es nicht. Aber es ist natürlich eine wirkliche Intensiv-Powerpflege für die Haut, die dann auch gut tut, die ich wirklich auch dann empfehlen kann. Ja. Also diese Hyaluronsäure-Ampulle und Vitamin A, auch EA-Lipid, so immer mal so einen Hauch, kann man die auch idealerweise schon ein bisschen mischen, dann hat man ganz tollen Balm und kann es gut einmassieren, vor allen Dingen in die kleine Fältchen, Rillen, das braucht man. Und da haben wir auf die Art natürlich schon ein wunderbares Anti-Aging. Ne? Wir wollen ja auf die Art, also sage ich mal, fit bis ins hohe Alter, eine wunderschöne Haut haben. Die Ernährung bei Ihnen als Ernährungsspezialist ist ja nun wirklich kein Problem. Aber ich finde es halt besonders schön, wenn ich zum ersten Mal jetzt sozusagen einen Kunden hier bei mir haben darf, wo ich weiß, das fließt optimal nach dem Motto ineinander, deine Haut ist das, was du isst. Ja. Und sie empfehlen ja die absolut gesunde Ernährung. Mhm. Und gesund versteht man nicht irgendwie eine Diät, wie sie zuhauf von vermeintlichen Ernährungsberatern so zu finden sind oder angeboten werden. Sie empfehlen schon auf höchstem Niveau die wunderbaren Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, alles, was man über eine vitalstoffreiche Ernährung nur bekommen kann, aber allerdings in der breit gefächert, sodass man von allem immer Step by Step kontinuierlich auch wirklich alle Vitamine zu sich nimmt. Und die würden dann in Synergie mit Pflege von außen, also sozusagen vermeidet man damit im Grunde Defizite, die in der Ernährung ja vorherrschen müssen, selbst bei besten Bedingungen. Wir haben ja Probleme mit Transport, Lagerung und so weiter. Es verlieren sich ja viele Vitamine auch. Mhm. Und von daher kann man sagen, also ist insbesondere Skin Ident das absolut gigantische, was man sich überhaupt nur vorstellen kann für seinen gesamten Stoffwechsel. Also der Stoffwechsel ist jetzt zufrieden. Er kann seine Aufgaben tätigen. Ja. Alle Systeme im Körper können fließen, ineinander gehen. Man kann sich das wie an einer Baustelle vorstellen. Da hat man Defizite, komm, gib mir mal das Material her. Da kommt das richtige Material her in Form von sauerstoffreichem Blut. Aber das ist ja angeregt über die ganzen Nährstoffe, die Sie ja wiederum über die Ernährung aufnehmen und über die Darmsorten dann ins Blut abgeben. Und genauso ist es aber mit unrichtiger Ernährung und falscher Pflege auf die Haut, Herr Dr. Hennig. Könnten Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen? Ja. Gerne. Sie bieten ja eine gesunde Hautpflege an. Ja. Und deshalb wäre es doch schade, wenn nicht die richtige Unterstützung von innen kommen würde. Weil die Haut können wir auf zwei Arten pflegen. Mhm. Einmal von außen und einmal von innen über die Ernährung. Und es wäre doch schade, wenn nur die Pflege von außen gesund wäre. Wir wollen doch auch von innen die Haut unterstützen. Die könnte nicht so viel bewirken. Genau, und wir wollen doch das optimale Ergebnis erreichen. Immer. Und deshalb ist es wichtig, dass man die gesündeste Ernährung auch anwendet. Und die gesündeste Ernährung ist nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen eindeutig eine pflanzenbasierte Ernährung, also die rein vegane Ernährung. Ja. Das haben die wissenschaftlichen Studien ergeben. Und was für alle Organsysteme das Gesündeste ist, ist auch für das Organ Haut das Gesündeste. Ja, und schön, dieser Deutlichkeit zu hören. Deshalb ist es wichtig, dass man zumindest alle Kunden dahingehend auch berät, wie sieht denn die gesündeste Ernährung aus, damit sie wenigstens die Chance haben, durch eine gute Information durch Sie auch eine gute Entscheidung zu treffen. Ja. Das ist die Verantwortung. Und das finde ich ganz hervorragend bei Ihnen, dass Sie auch den Kunden diese Chance geben, auch die gesündeste Ernährung anzuwenden. Mhm.
Das Witzige dabei, muss ich ja sagen, für alle Kosmetikerinnen, die sich ja mehr oder weniger nicht so ganz, ganz sehr mit der Ernährung auseinandersetzen, wohl Kenntnisse haben über Schulen und Seminare. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, das habe ich festgestellt, als ich mir darüber im Klaren war, am meisten erreichst du über die gesunde Ernährung. Und am meisten kannst du Menschen da helfen. Dann ist es ganz selbstverständlich, dass man das Defizit gesund ausgleichen will auf der Haut. Und nachdem wir uns ja, gerade wenn man, um dieses viel strapazierte Wort gebrauchen zu dürfen, Pionom nehmen als Kosmetik, dann können wir absolut sicher sein, dass wir dem Kunden alles zur Verfügung stellen, was er für seine Haut braucht, um die Haut nicht vorschnell altern zu lassen. So, jetzt weiß ich nicht, ob der Herr Dr. Henig schon öfter verwöhnt worden ist bei so einem vielbeschäftigten Mann, der ja nur unterwegs ist und sehr viele Dinge zu bewältigen hat. Sie haben ja jetzt am 1.11. Ihre neue Eröffnung vom Hotel Swiss Vegan in Kreuzlingen an der österreichischen Grenze. Ja, direkt am Bodensee. Direkt am Bodensee, in einem wunderschönen Erholungsgebiet. Ja. Möchten Sie uns da kurz noch was dazu sagen, zu diesem wunderschönen Hotel? Ja, wir sprachen über gesunde Ernährung und gesunde Ernährung muss auch Genuss sein. Ja. Und deshalb freue ich mich da, dass wir ein Restaurant eröffnen, wo hervorragende vegane Ernährung auf höchstem Gourmet-Niveau angeboten wird. Ja, habe ich gelesen. Und gleichzeitig auch das gesamte Hotel vegan geführt wird. Ja. Also das steht also die Gesundheit und der Genuss in diesem Hotel an allererster Priorität. Wunderschön. Ja. Also es war ja für mich immer ein Genuss, dort als Kosmetikerin wohnen zu dürfen und den ganzen Flair und das Ganze zu verspüren. Aber jetzt macht es mich erst richtig glücklich, weil ich jetzt schätzen kann, was es darstellt, und es ist neu eröffnet. Und es sind ja auch viele Dinge verändert worden, auch im Hinblick für Ihre Kosmetikerin. Sie haben ja enorm viele Kosmetikinstitute in Deutschland, Österreich und in der Schweiz mittlerweile. Und die haben natürlich schon dadurch auf höchstem Niveau Seminar-Lehrinhalte zu genießen mit der Unterbringung, dem fantastischen Essen. Ja, also die Kosmetikerinnen sollen sich wohlfühlen beim Aufenthalt, sollen gleichzeitig auch gezeigt bekommen, dass gesunde Ernährung auch hervorragend schmecken kann. Ja, sogar besser schmecken kann als konventionelle Ernährung. Ja, das habe ich auch festgestellt. Und deshalb ist es wichtig, dass man das auch anbietet, dass dann auch Kochkurse angeboten werden, wo man das alles lernen kann, auf höchstem Niveau rein pflanzliche Speisen zuzubereiten. Alles das gehört zum Programm des Hotels. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich da mal so einen Urlaub mache und habe einen Kochkurs und kann mir die Gegend anschauen, Freunde besuchen, sind schon Highlights. Also ich liebe so eine Art von Arbeitsurlaub. Das habe ich erst kürzlich wieder gemacht, der Woche. Ja, Herr Dr. Henig, dann bin ich also sehr, sehr glücklich, dass wir schon heute so viel besprechen konnten, und wir werden jetzt nach hinten in den Behandlungsraum gehen, um Sie richtig verwöhnen zu dürfen. Bitte schön. Dankeschön.